Es ist ja nicht so, dass das nicht, ja, ich sag mal, in vielen Familien und Stuben und so weiter tatsächlich auch so gelebt wird, wie es der Anspruch vorgibt. Also, da sind wirklich Menschen, die leben das auch. Und da würde ich auch sagen, einfach so rein menschlich, meine Ebene gibt es ja auch, die haben einen guten Charakter und gute Herzen. Ja, Zürich würde ich einfach mal sagen, wie schön, dass man dann wohl, wenn man fleißig ist und Leistung bringt und wenn man oben ist in der Hierarchie, dass man dann eine gewisse Immunität genießt. Leiter Schweiz-West. Immer noch diese Vorliebe für die schönen jungen Maidlis. Tochter. Ich war nun mal nicht mit Blindheit geschlagen und habe einiges mitbekommen. Und es stand mir einfach frei, diese Begierde unangenehm zu finden. Oder auch noch ein bisschen mehr als nur unangenehm. Manchmal. Ich meine, zunächst bezog sie sich ja auf mich. Da waren ja erstmal noch keine Männer. Menschen. Menschlich. Aber das ewige Fußballtraining hatte eben hier nicht dazu geführt, dass da irgendwie Charakterbildung, Wandlung, Herzensveränderungen sich vollzogen hatten. Ich bin nicht die Richterin, aber ich möchte nur sagen, was ich hier erlebt habe, war sowas von übel und einfach schlimmer als alles, was ich in der Welt je erlebt habe. Denn da gibt es ja durchaus charakterstarke, gutherzige Menschen, die auch, ja, jetzt mal in der Sprache der OCG geisterfüllt sind und entsprechend leben und sich auch verhalten können, weil sie es einfach sind. Hier war es tatsächlich noch sehr viel die schöne neue Scheinwelt. Organismus Gottes. Eben eher die schöne neue Scheinwelt. Ja, und was ich hier hinter mir habe, ich sag mal, da danke ich Gott, da danke ich der Quelle, dass ich das überlebt habe. In jedweder Hinsicht. Und nicht etwa, das hat sie gebraucht, das hat Gott ihr gegeben. Also, Menschen, Menschliches. Anderswo sieht es aber auch schon tatsächlich doch ganz anders aus als hier in Zürich. Hilferufe sind aber nicht gehört worden, weil natürlich der Leiter dann dem Rheinländer Leiter, was weiß ich, was von mir erzählt hat. Ehrlichkeit ist ja hier im Kanton Zürich sowieso nicht gerade ein hohes Gut. Natürlich gibt es ehrliche Menschen, aber dass da so Gewissensbisse und Skrupel vorliegen, wenn man es nicht ist, ist hier nicht sehr ausgeprägt und richtige Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ist hier zu finden, aber eher selten. Also es ist seltener als anderswo. Kultur, Gesellschaft, die neutrale Stadt der fast 500 Banken und so weiter. Ich meine, das wirkt sich ja auch irgendwie alles aus. Sind ja Menschen aus dieser Kultur hier. Ja, und Ruth Schneider hatte mir damals lieb geantwortet in einem Brief und danach, wer denkt denn an jemanden von unten? Nie wieder irgendwas. Die Tochter des Bedreiers, die wurde ja gleich eingebunden, weil man ja wohl doch auch irgendwie um die Problematik Strang Zürich, Leitung Zürich wusste? Fragezeichen. Ja, na dann.